Ich mag das mal lieber so. Ich grüße euch alle, dass ihr da seid. Von Herzen. Wir Piraten waren ja schon vor Jahren als einer der ersten, die sich gegen VDS damals gewehrt hat. Und auch diesmal kann ich euch versprechen, werden wir uns wehren. Wie der Patrick schon sagte, wird es eine Klage geben. Patrick Breyer hat ja ein Taz-Interview gegeben und ich weiß jetzt, dass wir die Klage gegen dieses Gesetz oder diesen Gesetzentwurf vorbereiten. Wir werden um unsere Freiheit kämpfen, das verspreche ich euch. Wir Piraten machen das, was alle anderen versprechen. Wir kämpfen. Und was ich noch erzählen will ist, ich bin ja öfters im NSA-Ausschuss in Berlin. Was da passiert, ist eine gigantische Show. Ihr müsst euch alle mal vorstellen, da sitzen die Zeugen vom BND vorne und werden befragt. Es gibt eine BND-Demenz, die sagen dann, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also ich habe das so häufig gehört in den letzten Monaten, das ist unglaublich. Da kommt eine Frage vom parlamentarischen Ausschuss, die besagen ganz einfach, wie viele Daten werden gespeichert? Diese Frage geht an XY, weil diese Namen sind nicht bekannt. Bekannt ist aber, dass sie eine Mathematik studiert hat und seit 30 Jahren beim BND arbeitet. Seit 30 Jahren arbeitet sie da und sie kann keine Auskunft leisten, wie hoch diese Speicherhöhe ist. Sie kann nicht sagen, wie hoch das ist. Nach ungefähr 6 Stunden geht es ihr schlecht. Komischerweise war ich dann draußen, es war halt beendet. Dann sitze ich dann draußen und sehe genau die gleiche Person mit ihrem Star-Anwalt, ich sage den Namen nicht, habe keinen Bock auf die Klage, und sehe mit ihrem Star-Anwalt, wo sie auf einmal quick lebendig ist und sagt, oh, wollen wir mal essen gehen? Und ich sitze daneben und denke mir, das ist jetzt ein Scherz. Kann da drinnen nichts beantworten, aber draußen vor dem BND, Ausschuss geht es ihr wieder besser. Und das läuft die ganze Zeit. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn die Zeugen vom BND im NSA-Ausschuss, also im NSA-Ausschuss drin sind oder im Ausschuss drin sind, wissen die nichts. Und die gucken nicht zu den Parlamentariern als solches. Nein, sie drehen sich nach hinten zum Herrn Wolf vom Bundeskanzleramt. Der muss erstmal abnicken, ob er das sagen darf. Er nickt es immer schön ab, ob er das sagen darf oder wie es so schön heißt, es wird in der geschlossenen Sitzung dann wieder behandelt. Nicht in der offenen, in der geschlossenen. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als wir werden, naja, gelinde gesagt, ein bisschen verarscht. Du sitzt dann da und denkst dir, was machst du hier? Was machst du hier? Du kriegst kaum Auskünfte, außer na, so nebenbei ein paar Brocken, wie die 5. Meta-Ebene wird dann abgespeichert. Die 5. Meta-Ebene, jeder, der sich auskennt, weiß, was das heißt. Eigentlich die absolute Speicherung der Daten. Und jetzt kommt mir die Bundesregierung an und sagt, ja, wir wollen ja noch VDS wieder einführen. Ist ja jetzt ein bisschen anders geschrieben worden, anderes Gesetzestext. Und wieder wird die Freiheit des jeweiligen Bürgers beschnitten. Es wird einfach wieder beschnitten. Und die Menschen denken, oh Gott, das ist doch in Ordnung. Nee, es ist Bullshit, das ist gar nichts in Ordnung. Es kann nicht sein, dass unsere Freiheit in jeglicher Art und Weise beschnitten wird, sowohl in den Ausschüssen, dass die Parlamentarier, die dort sitzen, überhaupt keine Information kriegen. Sie müssen darum kämpfen. Und die Verantwortlichen, aus meiner Sicht, die Verantwortlichen für den BND, das ist die Merkel, weil das Bundeskanzleramt untersteht, oder der BND untersteht dem Bundeskanzleramt. Und das ist nicht dafür gemacht worden, dass man Deutsche oder hier in Deutschland in irgendeiner Art und Weise spioniert und schon gar nicht die Wirtschaft spioniert. Eine Wirtschaftsspionage auf Kosten oder auf Anhieb von BND, das geht nicht. Wir müssen uns wehren. Geht auf die Straße, geht zu diesen FSA. Kundgebung. Zeigt der Regierung, was für ein Bullshit sie machen. Ich danke euch vom Herzen und geht wirklich auf die Straße. Danke. Ja, vielen Dank, Christos von den Piraten.